meiner Seite aus vielen Dank, dass Sie alle da sind, dass ihr alle da seid. Ich glaube, in dieser Szene duzt man sich. Ein Hackathon ist ein Event, da kommen ganz verschiedene Leute zusammen, von irgendwie Informatikern über Ingenieure, über BWLer und versuchen, Problemstellungen zu lösen. Das Ganze hat einen ganz besonderen Vibe, weil man irgendwie 2 Tage lang oder 1 Tag lang ganz eng aufeinander sitzt und ganz intensiv an den Problemstellungen arbeitet. Der Hackathon hat ein Riesenpotenzial dahingehend, da hier Studierende, Expertinnen, Experten unterschiedlichster Fachrichtungen zusammen am Thema Mobilität arbeiten. Mobilität ist natürlich ein Thema, was uns alle bewegt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir versuchen eben, dieses Mobilitätsbedürfnis der Leute, also zwischen ihren Aktivitäten wechseln zu können, realisieren zu können, so möglichst komfortabel und menschengerecht wie möglich und dabei eben auch umweltgerecht sein zu können. Und dementsprechend haben wir da große Herausforderungen, denen sich die Teams jetzt momentan annehmen hier beim Hackathon. Hey, mein Name ist Florian Wörle. Ich studiere an der HFT Software Technology im Master. Meine Motivation für heute ist die Herausforderung, neue Sachen kennenzulernen. Wir sind hier als Forschungspartner. Das heißt, wir bringen unsere Expertise in den Prozessen, in den Methoden und auch in den Fachlichen ein. Meine Aufgabe als Mentor ist, die Teams, die dort zusammenkommen, zu begleiten, die richtigen Fragen zu stellen und zu fokussieren, dass am Ende auch ein cooles Produkt, eine coole Dienstleistung bei rauskommt. Ich bin hier für den Kühlschrank verantwortlich. Der Kühlschrank ist so ein simples, einfaches Prinzip einer Datenablage. Wir haben im Kühlschrank ganz viele Informationen, Daten, digital, analog zur Verfügung gestellt. Die Corporate Partner haben da ihre Daten reingeladen und die stellen wir den Teams zur Verfügung. Das heißt, wir benutzen das Stadion hier als Reallabor, um Lösungen für die Mobilität von morgen zu erproben. Und die Teilnehmer sind hauptsächlich Studierende. Wir nennen sie Hacker, Hipster und Hustler. Das bildet die Grundlage dafür, dass neue Ideen, neue Lösungen, neue Möglichkeiten gesucht werden und gefunden werden und verschiedene Blickwinkel unterschiedlicher Fachrichtungen, unterschiedlicher Studiengänge, unterschiedlicher Lebenssituationen zusammenkommen, um hier an Lösungen und Konzepten zu arbeiten.